Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. Mir ist es heute richtig ruhig im Stall. Kein Hahn kräht, ich höre keine Beauty, ich höre nichts. So, erst mal Banane. Ah, Beauty, Alhamdulillah. Die hat's gehört, ich bin da. Und die Esel. Upsala. Alhamdulillah. Oha. Man hört keinen Furz hier in der Küche. Die sind alle ruhig. Guck mal, immer noch nicht gekehrt. Egal, oh. Wir leben unser Leben auch so. Ja. Oh, nee. Ups, bin drauf gekommen. Erstmal eine Banane. Guck mal hier, die Schildi. Die andere muss hier irgendwo unten drunter sein. Komm schon, gib mir die Banane. Ja. Miau. Hallöchen. Banane. Die andere Banane ist. Mal schmiert sie. Schnell durchlaufen. Alles okay hier? Alle Ohren oben? Alle Kämme oben? Die Ziegen hier unten? Bäh. Na? Alles gut? Wir müssen wieder keuern. Gut. Der Schafscherer, hör mir auf. Hör mir auf. Komm. Habibi. Eine Banane. Komm, Sheila. Komm, Sheila. Deine Banane. Ja. Ich gucke jetzt jeden Tag, ob ich Babys im Pool sehe, gell? Paranoia. Ich komm. Wo sind denn die ganzen Hasen? Ich musste so lachen, als ihr gesagt habt, dass ich jetzt hier die zugemacht habe. Hanoi, guck, das ist schon zu. Da war niemand, da kann niemand rein. Das ist zu. Ich habe sie nicht begraben. Sag mal, die ganzen Tüten schon wieder. Sag mal, also bitte, was ist da los? Oh, aua, der Ricke. Oh, wer war? Ach so, ich dachte gerade, das wäre Plastik. Das war Spaghetti oder Nudeln, irgendwas mit Tomatensauce. Hat der Fausi gegessen. So, ich dachte, das wäre das. Sag mal, ihr Hasen, wie seid ihr? Und wisst ihr, warum die im Sommer sich schwängern können? Sich schwängern können, ja. Schmeiß ich da rein, das kommt da rüber. So, weil die hier unten über Nacht sind die ja aktiv. Nachts hat unter 30 Grad. Was ist das hier? Das klingt auch so, als ob ich gleich runterfall. Hier. Und unter 30 Grad funktionieren die Liquiditäten. Fausi. Der Böcke. Ne, ihr versteht, was ich meine. Also weich, Fausi. Fausi, du bist gemein. Muss ich dir zwei geben und der anderen eins, das gleich wird. Das sind nur Tüten, Leute. Ach so, das Trockene, das kann ich fressen. So, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal da, die Karnickel. Upsala. Da hinten unterm Pool ist nämlich ganz ein langer Gang. Komm, ich mach wieder zu. Das ist euer Versteck. Vor der Affe. Da irgendwo geht der Gang lang. Ich hoffe nicht, irgendwann kommen sie raus. Dann haben wir's. Ja. Und natürlich, die Ausbrecher sind immer noch nicht zurück. Ach, ich habe die Leine noch nicht weggemacht. Leute, es ist noch nie passiert. Noch nie. Hä? Ist die auch los? Ach so, nee, die ist hier dran. Das ist noch nie gewesen, ihr wisst's, in all den Jahren. Moment. Moment. So, jetzt, in all den Jahren ist das noch nie gewesen. Die sind immer am gleichen Abend zurück. Aber da war der Simsim noch nicht geschlechtsreif. Da war
Ne, da war immer Fausi dabei oder Sheila alleine oder. Von dem her. Mal kurz so machen. Dann fressen es die Schafe. Ach, hör mal auf. So vielleicht. Ja. Und diesmal sieht es halt anders aus. Na, wo wollt ihr hin? Oh, mein Rücken. Von der. Hä? Hab ich die nicht gesehen? Egal. Hä? Ach so sind's. Guck mal, die Bläde mit ihrem Hä, Hä, Hä. Also, das wird mich selber stören im Video. Ha! Ich. Wenn ich mal Videos angucke und das Hä, Hä, denke ich mir, mach aus, du blöde Kuh. Gute Werbung für den Kanal. Ach nee. Also, alles gut hier. Brauch mich nicht aufregen. Ich habe nämlich nichts gehört. Ich habe mir schon wieder Szenarien im Kopf. Beauty ist von der Schlange gebissen, liegt dran. Die Schafe, keine Ahnung, auf die habe ich gar nicht gedacht. Die Hunde bellen nicht, hier ist alles zu ruhig ein bisschen. Irgendwas stimmt hier nicht. Gell? Ja, die trinkt noch. Du, Tini, du musst jetzt aufhören zu trinken, deine Mutter ist ein Skelett. Lebst du noch, Nuki? Was? Ah, da bist du. Also, geh weg von deiner Mutter. Wir müssen dich fixieren, du kleiner Verbrecher. Guck mal die Augen an. So Brille hat er an. Taucherbrille. Ja, gib mir erstmal einen Kuss. Ja. Und die Miezi. Ja. Hast du eine Ratte gefangen? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es. So, die Sahara ist auch wieder unterwegs. Super. So, was ist bei euch? Die prügeln sich nicht. Subhanallah. Ja, Mausi. Ich glaube, das ist Henna. Die haben die Mähne gefärbt. Weil hier habe ich auch, sehe ich auch was Neues. Das da. Das war nett. Das Rote. Oder? Das sind die doch gefärbt. War das wieder so eine komische Aktion? Das Pferd gegen böser Blick. Ich habe gerade eine Männerstimme gehört. Was? Ja. Na, alles gut? Schaut, sieht doch besser aus jetzt. Keine. Nur die Hunde stören die Katzen. Aber die Katzen haben hier Futter hier oben. Kell! Und wer ist hier drin? Licht an. Spot an. Was ist das? Hat da einer kotzt? Entschuldigung. Gebrochen. Die Toilette ist auch fix und fertig. Da, frisch. Gut, Fino, siehst du, da nicht mehr nein machen. Es muss sauber bleiben. Ja, warte mal, Akku geht nicht, 15%. Hat die Alte wieder zu viel Videos glotzt. Ist das Futter alle? War doch gestern noch da. Ah ja, das ist runtergeflogen. Da ist's. Hier, Futter. En masse. Nicht aufregen, Charlie. Wir haben noch ein ganzes. Kommst du rein, Mietzel? Na komm. Komm, Mietzi, komm. Geh du weg. Komm. Ja. Die haut hier ab, aber kommt hier nicht wieder runter. Ist der Rusty da? Nee, Rusty. Rosie, Alhamdulillah, bist du nicht schwanger. Wo ist denn der Rusty? Der fehlt. Der ist wieder drüben bei der anderen. Du, ich lass dir eine Katze. Oh, da bist du ja. Bin ich blöd. Da ist er. Kann mich gerufen, komm, der Rusty. Gell, ich hab Rusty erzählt, dass der Rusty heißt. Das wollte er gar nicht hören, hat gleich Thema gewechselt. Das ist Ru. Hey, was ist das jetzt schon? I. Ist das, was die Mausi gestern mir gesagt hat? Das ist irgendein. Zeig mal! Das ist ein Stück Fell von einer Kuh! Ein Ohr! Nee! Boah. Das gefällt der Hunde, du. Kannst am Ohr rumkauen. Hab fast gespuckelt, du. Hör mal auf. Ja, dann soll man dich noch streicheln. Mit dem Schrott. Also bitte. Ein Ohr in der Gosch.
Jetzt kommt das nächste. Wie viel haben wir übrig? Jeden Tag weniger. Was ist das? Schrott. Bismillah. 1, 2, 3. Alles gut. Und da hocke ich. Da ist echt schlimm. Hier habe ich Angst. Dass ich auf nichts drauf klapp. Hier habe ich Angst, dass was liegt. Tot. Alles okay mit dir? Ja, die leben noch. Ja, gut. Aish Hayatik, sagt mein Mann immer. Lebe dein Leben. Ich habe Angst, hier drauf zu treten. Die sind horrible. Hauptsache, die zwei Rote sind da. Ich habe Angst und man sieht auch... Was ist mit dir? Ja, das ist er jetzt. Einer ist weg. Dass die Mütter das nicht hören. Dass eins raus aus dem Nest ist. Verstehe ich nicht. Ninja, willst du das nicht hören? Oder wie, oder was? Wie viel haben wir noch Fächel da? Na gut. Wie viel sind denn jetzt? Gestern waren es noch, glaube ich, 7. 2, 4, 5. Also, da fehlt doch wieder was. Leute, horrible. Und dann noch ohne Licht. Warte mal. Hier mal gucken. Nee. Die zwei Rote müssen überleben. Das ist wichtig. Was ist das? Zumachen. Klapphalte. Ist da was? Ist da was? Irgendwo fehlt eins. Oh Mann, ey. Oder die Ratte. Kommen die jetzt? Oh, was ist das? Ah, ein Stück Zement. Ja, keine Ahnung, was ich sag. Die baut hier zu. Oh Gott, liegst du hier rum? Haben sie euch raustragen? Du Panda, du bist irgendwie nicht so gute Mama jetzt gerade. Die Ninja ist besser. Man kann nicht jedes Mal, ich weiß. Ja gut, ich suche nimmer. Fertig. Oh, das Häsle. Das kriegt, wer kriegt's? Der Fino. Du bist schon abgehauen. Bist du jetzt gekommen? Oder was? 2, 4, 5, nee. Der ist nicht gekommen. Ist der da drunter? Ja, aber warum gehst denn du immer weg? Säckel. Muss da was zumachen. So. Zu. Spinnst du. Hauen die immer ab und dann kriegen sie kaum Milch ab. Die Mutter geht nur einmal nach. Fertig. Mein Job ist dann. Ach so. Ja, jetzt ist der, den ich gesucht habe. Der Schwarze mit der Messe, mit der Blässe. Komm, kriegst du. Gut, lass doch die Rosie. Die braucht auch ein bisschen. Eigentlich hätte die Paris kriegen sollen. Oh. Paris, geh. Geh zu Rosie. Naja, friss doch ein bisschen. Na, komm mit Nassfutter. Was ist denn, Habibti? Ha? Miau, guck doch mal, ist doch gutes Futter, ist doch super Futter. Magst du nicht? Ja, ich rieche nach Kaninchen jetzt. Beiß mir nicht in die Hand. So. Siehst mal die Alte, was die hier macht, gell? Nur Schrott. Da kommt die Sahara da unten rausgebüxt. Übrigens, jetzt sag ich's euch, gestern wollte ich's nicht sagen. Ich hab, als ich Vogelfutter geholt habe, eine Schildi gesehen, bisschen kleiner als sie.
mit Spornschildkröte. Wunderschöner Panzer in einem Vogelkäfig. Kann sich kaum rumdrehen. Und da habe ich mir gedacht, wenn es ein Mädel ist, aber es ist ja wieder das Problem. Wer weiß, wer weiß. Na, ist es ein Kerl und dann haben wir's. Weil die boxen sich bis zum Tod. Die haben da unter dem Kopf sind solche Schilder. Das ist, sind ihre Waffen. Ich zeig's euch mal. Komm, Beauty. Ja, Mahmut hat immer noch Angst, hinter dir herzulaufen. Guck beim Gobi. Die Dinger da, das sind die Waffen. Das. Und die wachsen immer mehr raus. Und mit denen attackieren sie sich gegenseitig. Und wenn noch ein Männle kommt, wird der Gobi böse. Und der Gobi darf mir nicht böse werden. Habt ihr das jetzt gefuttert? Nee. Hab ich das falsch rumgeben? Du sollst es doch essen. Ist doch Kalzium. Alle Schildis der Welt essen das. Why do not? Don't know. Komm, ich hole jetzt Frischfutter. Nee. Hm? Mizi, wieso bist du wieder draußen? Das Weib macht mich fertig. Aber lass sie. Ist doch okay. Kann nichts passieren. Ist egal. Wir können... Weißt du was? Ich probiere mal die Paris. Vielleicht findet sie ja. Findet sie ja was. Nee, du nicht. Rusty, du kannst eh raus. Die Paris. Komm, Paris. Dir schmeckt es hier nicht. Und ich will nicht, dass dir schlecht geht. Komm. Dann gehen wir mal raus zusammen. Komm. Nee, Pixie. Komm. Jetzt guck. Wo willst du denn hin? Hey, was soll ich machen? Freiheit. Geh, such dir mal im alten Haus irgendwas. Aber ich hoffe, du kommst wieder, Habibti. Okay, du wirst 3 Jahre alt bei uns. Es geht nicht. Schon wieder Tüte. Hör mal, bin ich hier der Tütenmarkt. Und nochmal Dreck. Überall Dreck. Hör mal auf. Was war das? Ach, das waren die Lunge. Du, ich bring dir. Ich bring dir. Warra. Warra. Wenn wir überhaupt was haben, aber ich glaube schon, der war doch. Wo sind die Sachen? Au. Ist aber viel Krust. Erstmal die Esel füttern. Oh, mein Rücken. Oder war das gerade jemand, der das gebracht hat? Das sieht sehr frisch aus. Nee, die Tür ist zu. Und ihr müsst immer auf das Grüne gucken. Uiuiuiui. Nee, mein Mann war doch gestern Abend. Und der Jonas hat ihm geholfen. Leute, neue Story. Ihr könnt euch totlachen. Die Peitschengeschichte. Da kommt der größte Feind von meinem Sohn. Dem sein Vater ist ein bisschen handicapped. Der tut all die Leute mit Steinen bewerfen und sagt schlimme Wörter auf der Straße. Und sein Sohn ist das, kriegt das alles mit. Der macht es natürlich nach. Jetzt kommt der und immer wenn mein Sohn ihn verprügelt, ruft sein Vater bei uns an. Dabei ist sein Sohn 1 Jahr älter als Jonas und viel robuster und fett. Der könnte ihm eine reindonnern. Der hat aber Angst vor Jonas. Guck mal schon wieder, woher kommt denn das? Und dahinter liegt auch schon wieder Müll rum. Dann kommt er raus mit einem Taschenmesser und macht so, jetzt wird Fleisch gemacht. Ich liebe Fleisch. Und macht so vor der Kinder rum. Boah, der Jonas hat gesagt, warte mal, ich hol mal mein. Willst du gegen mich kämpfen? Und sagt er, ja. Und ich so, hallo, ich bin schon Jonas. Nee, dann hat er es reingegangen, hat seine Peitsche geholt. Der hat eine Peitsche gemacht für die Beauty, aber nur so zum Antippen, nicht zum richtig schlagen. Ist das? Nee, das ist die Schnur. Aus so einem Material. Aber hier hat er einen Knoten rein gemacht. Dann ist er mit der Peitsche zu ihm hingegangen in sein Haus, weil der ist ja abgehauen gewesen. Der hat doch Angst, nur groß rumlabern. Ich weiß, Schlägereien soll man nicht unterstützen, aber der braucht's. So frech wie der ist. Dann sagt er auch noch gegen die Eltern Schimpfwörter gegen mich. Und richtig dumm. Und Jonas flippt dann aus. Also,
Dann ist er gegangen mit der Peitsche. Hat ihm erstmal das Messer aus der Hand geschlagen. Mit der Peitsche. Komm, jalla. Husch. Ich tue es mal hierher. Jalla, ich komme nochmal für die Schafe. Und dann war die Peitsche. Warte, ich setze mich mal kurz. Guck mal, die Alte, die muss immer sitzen. Schwätze und trage und filme und ist nicht so einfach. Kinas. Dann kommt der Korbatsch, heißt Peitsche, Korbatsch, auf Saidi natürlich. Und schlägt dem voll auf der Rücke und alles, weil er mit dem Messer die Kinder angreifen wollte. Dann schmeißen die Steine, sein kleiner Bruder auch, auf den Jonas. Jonas schmeißt Steine zurück, dann kommt's auf die Alte, die Oma. Also nicht meine, sondern dem Ahmed, seine Oma. Und dann sagt er, du unerzogener, sagt die Alte zu meinem Sohn, du unerzogener Junge. Was ist jetzt los? Der Jonas sagt voll cool, guck du erst mal auf deinen Sohn. Dann kannst du zu mir unerzogen sagen. Weil der Sohn von ihr ist ja der Vater vom Ahmed. Der benimmt sich ja wie ein Trottel auf der Straße. Hat die Oma gelacht. Es hätte nie erwartet, von meinem Sohn sowas zu hören. Und der hat ja voll recht. Wer ist denn jetzt dessen neue Katz? Wer bist du? Dich kenne ich nicht. Oh Mann, schon wieder neue Geschlüpfte, aber das sind Männchen. Bist du ein Männle? Zeig dich mal. Upsala, das ist doch die Katze, wo Mausi anscheinend zahm gemacht hat, glaub. Ja, Männle. Auf jeden Fall, Jonas geht wieder. Beide haben mit der Peitsche gekriegt. Ich muss lachen. Peitsche. Der Peitschen-Jonas. Also, ich habe gesagt, es ist nicht schön, dass du die Oma erwischt hast. Ja, das war nicht mit Absicht. Das kam auf die, weil die auf mich geschmissen haben Steine. Ja. Dann hat natürlich der Vater von ihm, der ruft wegen jedem Furz an. Dein Sohn! Mein Mann sagt, ich werde gucken, was mein Sohn gemacht hat und dann komme ich zu dir nach Hause, dann klären wir das. Okay. Jonas erzählt es mit dem Messer. Dann sagt der Mann doch knallhart zum Jonas, wo ist ein Messer? Mach doch mal ein Bild von dem Messer nächstes Mal. Sura! Und dann sagt er, nee, ich brauche kein Bild, ich habe Beweise. Alle Kinder haben es gesehen. Und dann braucht er nicht denken, wir sind hier. Wir lassen uns von deinem Sohn mit dem Messer bestechen da. Dann war mein Mann natürlich auf der Seite vom Jonas, ist ja logisch. Und dein Sohn, der soll fernbleiben von meinem Sohn. Eigentlich sind es irgendwie weit entfernte Cousins. Hör mal auf. Ach, solche Cousins kann ich verzichten. Die haben ein bisschen zu eng geheiratet, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ich bringe euch nochmal die Hasewolle halt auch, weißt du? Und die Affe. Und dann dachte mir, das Problem ist geklärt. Nein. Gestern geht der Jonas in die Moschee, kommt raus, sagt der Typ, hockt im Auto mit seiner Mutter und sagt zu meinem Sohn, seit wann gehen Mädchen in die Moschee? Und die Mutter sagt nichts und fährt mit dem Auto vorbei. Ich weiß nicht, was für ein Auto das war. Tuk-Tuk oder, frag mich nicht. Aber dass die nichts gesagt hat. Also weiß. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, das kann ich nicht glauben, was jetzt wieder ist. Hier kommt Scheuerfutter. Das ist doch das Letzte vom Letzten. Ich wollte am liebsten hingehen und sagen, hast du nicht genug Peitsche gekriegt wie ein Esel? Brauchst du heute nochmal? Hast du deine Gosche wieder offen? Also. Mein Mann sagt immer, geh weg von denen, die sind handicapped. Die sind behindert, weil der schreit auch auf der Straße rum. Und tut die Leute, der sagt was, auf Deutsch, dass die Leute vom Glauben abkommen sollen. Na, lass den Glauben, heißt es auf Deutsch. Und das ist ein großes, großes Ding. Und das sagt er alle 5 Minuten lang. Hassa, Hammer. Und der Sohn lernt es. Hat mein Mann gesagt, das Einzige, was hier bringt, du musst ihn umbringen, sonst gibt's nichts. Der Sohn wird genauso wie der Vater. Das ist super. Solche Idioten. Ja, so sieht's aus. Ins Haus. Stellt euch vor. Und da bin ich nicht sauer, dass mein Sohn solche Leute, weil der geht nicht weg und der hört auch nicht auf. Der sieht es als Witz an und beleidigt die Leute. Ich bring nochmal, don't worry. Ich bin hier nur am Schleppen.
Was sagt ihr dazu? Also ich finde, der Ägypter, der kriegt ja eh Schläge ohne Ende. Die Eltern schlagen den. Und trotzdem, ich weiß es nicht. Das ist der Junge, der den Affe nicht wollt. Für 8000 Pfund. Könnt ihr euch erinnern? Der Große. Und mein Sohn. Peitsche gegen Messer hat nichts gebracht. So. Also wirklich. Das kannst du vergessen. Und das hat mich halt wirklich aufgeregt. Und dass er zu meinem Sohn sagt, Mädchen kommen aus der Moschee. Weil er lange Haare hat. Ich bin doch nur neidisch. Ja. So sieht's nämlich aus. Wieder mal. Also mehr als das braucht ihr nicht. Heute und morgen habt ihr genug. Gell? Und ihr könnt auch ein bisschen futtern. So, hier kommt jetzt kein Futter mehr hin, weil die Affen sind weg. Ja. So sieht's aus. Du hast dein Futter. Du brauchst nichts. Oh Mann, ey. Warte mal. Guck mal, die Hühner, die wollen das doch auch. Zeig mal. Wollt ihr auch ein bisschen grün? Guck, ist gut für die Eier. Ja, genau, komm. Ah, die kriege ich ja auch noch. Oh mein goodness. Ich bin nur am Bücken hier. Da. So. Die drei kannst du entbehren, okay? Jalla. Meine Tochter hat gestern gesagt, die hat gesehen, wie der Trainer Angst vor der Beauty hat. Habt ihr das auch gesehen? Als sie sich umgedreht hat, hat er immer schon immer rückwärts. Dass sie ja nicht irgendwie ihn tangiert. Das habe ich nicht gesehen. Mausi, ich war ja voll aufgeregt. Und Mausi ist immer der Beobachter. Das ist gut, dass wir einen haben, der rum beobachtet. Ja, kommt jetzt schon Mama Futter? Ja. Gucken wir mal. 2, 4, 6, 8, 9. Jetzt habe ich sie mal zählt. So. Kriegt ihr noch ein bisschen, habe ich hier. Ja, Trockenfutter. Ja, au. Ei, Leute. Da vorbei mit der Arme. Keine Ahnung, müssen wir 100-mal Tetanus impfen hier. Kannst du vergessen. Vergessen! Sind schon gute Häuselbrote dabei. Ich krieg's nicht übers Herz. Komm, warum auch? Lass das. Da sind die. Da unten drunter sind die Agarab. Die machen aber einem nichts, wenn man sie in Ruhe lässt. Weißt? Einfach in Ruhe lassen und Klapp halten. So. So. Kriege jetzt die Hose, dass ihr noch knuspriger werdet. Knusprige Hasen, kommen Sie. Ich bin die Hexe von Hänsel und Gretel. Und Wasser, machen wir noch Wasser. Kommen Sie. Gute Wasser, damit besser rutscht die Futter. Kommen Sie. 2, 4, 6, 8, 9. Ja, alle live. Wie süß. Jungs sind süßer als Mädle. 9 Boys vertragen sich. Subhanallah. Hätte ich auch nicht gedacht. Denkt. So. Jetzt zocke ich mich wieder nach. Pause. Die Alt braucht Pause. Ihr braucht Hunger, ja. Marschi. Beauty. Also spätestens heute Abend habe ich meinen Shahir, heißt Hafer. Shahir. Ich sage immer Shahir. Oder irgend so ein falsches Wort. Shahir. Wenn das Hafer ist, ich glaube, also ich hab's. Jetzt, wenn die mir irgendeinen Schrott bringen, weiß ich auch nicht. Aber Beauty soll's fressen und es soll dick machen. Ist schon auch egal, was es ist.
Ich denke einfach, dass das das Hafer ist. Mein Mann sagt, das sieht aus wie Weizenklei, nur irgendwie, nee, wie Gerste, Weizen, nur verpackt. Mit Haut dran. Ah, das wird der Hafer sein. Ja. Und jetzt kommt die nächste Story. Ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe. Mein Mann hat tatsächlich gesagt, der Mann will 7000 Pfund. Tatsächlich. Und er stinke sauer, dass der Vater von dem Junge das nicht gebracht hat. Und er hat bei uns runtergehandelt. Und er wird den Rest anscheinend wirklich bezahlen. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und der kommt jetzt natürlich auch nicht zum Training. Bringt keinen Sattel. Weil, Entschuldigung, der Sattel hat der Popo offen. Der Sattel will er jetzt nur 3000 Pfund für, oder 5000 sogar, nur für den Sattel. Dabei hat er gesagt zu mir 5000 für alles. Also da ändern sich die Preise wie der Wind. Ich habe ihm gesagt, ich habe kein Geld. Es juckt doch den nicht, ob ich Geld habe. Das kostet so viel und bam, bam. Dann fertig. Ihr habt noch. Siehst du, wie sie gleich Eier legen beim Hundefutter? Erstmal das Katzenfutter, Hundefutter leer fressen. Dann sehen wir weiter. Wasser kriegt ihr auch. Weiß, Hundefutter macht Durst. Na, ihr kleinen Pupsis. Ja, komm, ihr kriegt das Ganze. Weg. Ja. Lass mich rein, ich bin der Vater. Die Entbindungsstation. Das geht nicht. Wir haben hier Privatsphäre. Das Huhn trägt Kopftuch. Da. Kann man nicht machen. Ah, ein bisschen Wasser rein. Was? Bon Appetit. Also die hat alle Fayumi oder Belledy. Die sind ziemlich klein. Ah ja, was soll's. Ihr kriegt nur Wasser, weil wir sind nicht die Größos hier. Erst aufessen. Es schmeckt uns nicht. Das ist nicht mein Problem. Ich muss auch essen, was mir nicht schmeckt. Jeden Tag das Tabir von der Ägypter. Sei mal ruhig. Also bitte. Muss immer. Aber Mausi hat diesmal gekocht, dann schmeckt's besser. Muss man echt sagen. Das Hühnchen. Da hat sogar der Younes gesagt, das schmeckt besser als bei der Tante und bei meiner Mutter. Hatte. Ich bin da richtig stolz. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Manche Mütter wären ja, aha. Nee, ich bin volle Stolz. Ich sag, habe nur die Anleitung gesagt, ne? Und die hat ja auch ein paar Mal zugeklotzt. Also so ist es nicht. So, jetzt bin ich fertig. Mahmoud muss noch ein bisschen. Vorbei, das mache ich. Da gibt wieder nichts. Bisschen Hafer. Für die anderen. So, vielleicht kommen die und wollen das Ei aufmachen. Ich habe jetzt hier gar nichts. Mülleimer. Guck mal. Wuselt da was? Wuselt da was? Lass mich allein. So, laufen wir ganz langsam. Ist für die Hühner. Und die Kükis. Und der Gobi ist hautnei. Super. Good friends. Ja, auf jeden Fall. Oh, sorry. Sorry. Dass es so schnell geht. Ich muss mich halt schnell umdrehen. Und hast die Maus gefressen? Die Maus, sag ich schon. Der Haas. Ich komme noch ein paar. Inshallah, bitte nicht die rote. So, jetzt kommt, machen wir hier in der Ecke für euch. So, und das ist für die. Kommen Sie. Don't worry. Es wird alles gut. Ah, guck. So. Ach so, nein. Das sind Kropfen. So, hier Wasser, nein. Wenn ihr gut ertrinken könnt, dann müssen wir weniger füttern. Wir machen nur Späßle, logisch. Späßle. So. Zeig mal, hast du schon rote Kamm? Ich sag das. So, fertig, Mülleimer raus. Tschüssinger. Und ihr? Jetzt dreht es mich gleich von unten nach oben, das sollte man nicht machen.
Pandi. Ich glaube, das war dann auch der letzte Wurf. Und das war der letzte Wurf. Dann trugen sie die Englein fort. Oh, Mann. Du hast jetzt genug geworfen. Jetzt kommen die Nachkommen dran. Gell? So. Wobei, hier ist auch ein bisschen Wasser nachfällig. Du findest überall Schrott. Überall, wo du hingehst, ist was. Das kann man wieder aufhängen. Wer hat mir gesagt, hole Farm? Ich weiß auch nicht. Irgend so ein Scheitan hat mir das ins Ohr geflüstert. Und jetzt hocke ich da und kann nicht weg. Kann doch nicht mein Affenleu lassen und die Hunde und das Pferd. Und die Kinder sowieso, die wollen hier bleiben. Also, wenn die ganzen Tiere nicht wären, dann würde ich mir überlegen, nochmal irgendwo hinzuziehen. Aber wo noch, weißt du? Ist auch wieder das. Du fang mir bitte keinen Skorpion. Mizi, du hast so viel erreicht. Die hat was gefangen. Was ist das? Igitt. Ah, gut. Na komm, Mizi. Rein, raus. Ah. Also bitte. Komm, Mizi. Jalla. Kommst du? Willst du mir der Hund sein? Ist mir egal. Komm, dann geht er jetzt zu den Schafe. Komm. Komm, Furzel, weg vom Pferd. Und ihr noch am Fresseln. Nuki, hau rein. Bitte. Komm. Jalla, Bina. Jalla, Bina. Du hätte. Ist das ein Schrott? Ist das ein Schrottschaf? Komm zurück. Ja, geh rein. Keiner folgt dir. Hast du gesehen? Nein. Tschüss. Ich geh nicht in den Pool. Ich dusche jetzt. Fertig. Oh, was machst denn du hier draußen? Also, kommen Sie, ich muss Sie fangen. Kommen Sie, hast du Angst vor der Schafe? Du, jetzt komm ich aber. Jetzt komm ich aber. Du musst doch bei deinem Mann bleiben. Mizi und du? Wo ist Paris? Die ist ferner liefen, die ist schon in Hurghada. Ha? Paris! Ab. Oder wartet vor der Tür. Lasse. Vielleicht kommt sie mit in 2 Tagen mit dem fetten Bauch zurück. Hat ein paar. Da bist du! Willst du wieder? Nein! Nee! Fang Ratten bitte. Du hast genug. Was ist? Komm, geh, fang Ratten. Oh. So. Darf ich frei sein. Das war's im Video, meine Lieben. Oh, mein Rücken. Duschen und zack, nur legen. Brauch nichts mehr. Die Esel brauchen noch Wasser. Beauty braucht Wasser. Und die Schafe brauchen. Das macht mein Mann die große Sache. Jetzt sind erstmal alle zufrieden. Die Unterhose hasse ich von meinem Mann. Oh, sieht das aus. Ah ja gut. Solange sie keine Löcher hat, kann man gleich reinmachen, die Löcher. Ja, hier warten die Leinen auf die Verbrecher. Baby! Sassum! Ja, ja, komm, ruf doch. Ich denke, ich bin nicht sauber. Fertig? Nee, geh rein. Das war's mit dem Video. Heute müssen wir wirklich kehren. Bis die Tage, Marcelema. Bye, bye. Und das ist der Grund, warum ich nicht kehre. Nein. Ciao.